Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Vesperia. Ich bin es, euer SimOffix. Beim letzten Mal sind wir in das Haus des Gouverneurs hier eingedrungen. Dieser hat hier nämlich viele Verbrechen begangen. Unter anderem benutzt ihr Blasterkerne, um das Wetter zu ändern, um so zu verhindern, dass die Leute den Hafen ohne Probleme benutzen können. Ein ziemlich grausiger Mensch. Und wir haben im Endeffekt noch keine Ahnung, wieso. Aber eins ist sicher, so jemanden dürfen wir nicht... Jetzt nervt mich nicht. Genau. So jemanden dürfen wir nicht ungeschehen hier sein Machwerk treiben lassen. Deswegen sind wir hier eingedrungen, haben hier beim letzten Mal mehr oder weniger selfig es geschafft, hier reinzukommen. Gell? Genau, Rita, hast gut selfig getan. Und nun schauen wir, dass wir es hier schaffen. Wir haben Raven, den Herrn, der uns damals aus dem Gefängnis geholfen hat, ebenfalls getroffen, der uns hier leider nur als Ablenkung benutzt hat, um reinzukommen. Und der hat ganz entspannt den guten Aufzug gefunden, während wir den schlechten Aufzug, der irgendwo in den Keller mit Monstern führt, genommen haben. Na, ist super. Bam. Viel zu viele Gegner. Ah, fliegende Gegner, die nerven mich sehr. Komm, 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 warte. Zack. Genau. So. So. Bam, bam, bam. Irgendwann hat was bei mir gemacht. Ich habe irgendeinen negativen Status gekriegt. Frag mich nicht was. Egal, draufhauen. So, die sind jetzt nicht so stark, aber... Kleiner Schlüssel, ein kleiner Schlüssel, der einem Monster gehört hat. Welche Tür wird er wohl öffnen? Ja, super. Kann ich jetzt hier den Schlüssel suchen? Ja, ist geil, Mann. Ja, komm, ich locke jetzt ein bisschen in die Monster aufeinander, sonst dauert es noch ein bisschen länger. Sonst dauert es noch länger. Ah. So was Schönes habe ich. So, schau an, da kommt man ganz entspannt an Allheilmitteltrank kaufen, gell? Und mit diesem konnten wir den Heiligen Baum hier in Halur heilen. Und da kann man es ganz entspannt kaufen, super. Komm. So, komm schon, der Ruf. So, das ist halt immer das Problem, wenn man natürlich mehrere Gegner hat. Ah, Champagner, was ist denn das für eine geile Attacke? Aber ganz ernsthaft, es geht halt schneller und es ist besser als 10 Mal hier Random Encounters zu starten. Und ich meine, unbedingt unschaffbar ist es ja auch nicht. Außer bei Repeat Repeater nie MP. So, immerhin gibt es dann 300 Erfahrungspunkte. Ist immer motivierender als die 100, die man sonst bekommt. So, ich gehe einfach mal in die Kiste. Hallo? Eine neue Waffe für Repeat. Oh, der ist jetzt. Ah, Alter, der zwei neue Waffen. Dann machen wir erstmal hier Oka. Haben wir gar nicht mitbekommen. Muss ich doch mal hier bei meinen Leuten schauen. Aber der ist mein Bart, der hat natürlich kein Glück. So. Warte, was habe ich jetzt hier eigentlich ausgerüstet? Leerstiefel. Jo. Leerstiefel, Umhang. Und dann kriegst du eine Giftabwehr, weil niemand magisch vergiftet werden. Wieso habe ich das eigentlich nicht schon beim letzten Bossfight da gehabt, Mann? Gegen diesen hässlichen Hund, der meine ganze Party immer vergiftet hat. Das war ein furchtbarer Fight, Mann. So. Na gut, dann war das jetzt nicht der richtige Weg, aber in dieser lustigen Hölle sind wir noch eine Weile länger. Ah. Direkt in der Tür, der glaubt, Mann. Wir haben übrigens hier noch, Alle, wie er das immer sagt. Ah, unsere Bände untereinander werden uns retten. Oh, Captain Carrot. Ich bin so stolz auf dich, Mann. Mit der Kraft der Freundschaft können wir alles bezwingen. Oder mit dem Axt. Oder mit der Kraft unserer schönen Axt. Franziska. Wisst ihr, was ich lustig finde? Wenn diese Auswechslung kommt, wenn wir von hinten angegriffen werden, es wird immer Rita mit Carol getauscht. Es ist nie so, dass Repeat oder Estelle ausgetauscht werden. Finde ich irgendwie lustig. So, den Schlüssel haben wir jetzt. Das ist schon mal gut. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir, ob wir da weitergehen können. Boah, es ist im Endeffekt der einzige Weg, der uns noch bleibt. Ich habe jetzt alle Routen hier im Endeffekt schön ausgeschlossen. So. Boah. Nein, ich glaube, wir sind verloren. Ich glaube, wir haben keine Chance mehr. Wir werden untergehen. Captain Furzkanone. Mach sie platt. Ganz alleine.
Auf die ist heute auch kein Verlass mehr. Captain Fuzzi. Wollschlag. So, das ist übrigens etwas, was mich sehr an dem Gameplay nervt, Mann. Ich meine, wir haben hier nicht wie in den anderen Tales-Spielen immer diese klassischen AP-Anzeige, wo halt eben steht, oh, so viel AP haben wir, so oft können wir angreifen. Sondern, fünfmal magisches Auge, was kriege ich? Fünfmal magische Augen. Ah, oh, hättest du mich halt immer meine Waffe ausrissen müssen. So. Franziska, ich muss dich leider abwehren. Und dafür gibt es jetzt das Ritterschwert. So. Endlich mal wieder ein Schwertmann, genau. Wir haben hier eben immer drei Hiebe. 1, 2, 3. Und wir können am Ende nochmal ein Atem machen. Das heißt, wir können auf 4 Attacken upgraden. Aber ganz seltsam, mir hat das früher, also nicht früher, später im Endeffekt ja sogar, in den anderen Tales-Spielen besser gefallen, wo man eben eine gewisse Anzahl von AZs oder AP oder wie man es auch immer nennen will, hat. Also, dass man zum Beispiel 5 mal schlagen kann. Im Endeffekt eine Ausdaueranzeige. Und hier haben wir wirklich immer nur 3 Schläge und ich hoffe, das lässt sich noch irgendwie später mehr kombinieren, weil es ist halt wirklich oft so, dass ich wirklich hau. Und irgendwie habe ich ja dann das Gefühl, jetzt mit dem Schlüssel können wir hoffentlich irgendeine Tür öffnen. Das ist einfach meine... dass ich halt immer dann sehr im Mittelpunkt stehe und da man auch Angriffe nicht abbrechen kann, zumindest im Halbautomatisch und man spielt Tales nur in Halbautomatisch, in automatisch. Okay, sie ist zugesperrt, dann können wir die Tür da hinten wahrscheinlich jetzt aufsperren. Ist es halt besonders dumm, weil man kriegt halt so viele Schläge ab, weil man halt immer angreift und das ist halt doof. Du hast die Tür mit, du kleines Schuss. Jo, genau. Alter! Ich... Der Ladebildschirm ist noch nie mehr vorbei und der Gegner stürzt sich schon auf mich drauf, Mann. Aber ich habe das Gefühl, jetzt haben wir hier deinen Schwertmann, jetzt läuft das viel besser. Ey, es ist aber deutlich schneller, oder bilde ich mir das ein? Vielleicht sieht es nur cooler aus. Ich bin mir sicher, es sieht eigentlich nur cooler aus und das ist der einzige Unterschied. Und was mich sehr nervt, sind die Gegner. Wenn ich einen Gegner auf den Boden hau, dass er dann immer erstmal am Boden liegt und wenn er am Boden ist, ist er unbesiegbar. Das Bild eines Wolfes. Ah, okay, man muss auf die Schlösser schauen. Habe ich gar nicht gemacht. Da ist ein Fenster. Für den Fall, dass man... Oder, das ist mal noch ein aufgemaltes Fenster. Für den Fall, dass man einfach rausjumpen. Wie gesagt, es ist halt sehr nervig, wenn Gegner am Boden liegen, dass man die einfach keinen Schaden machen kann. Aber die Gegner haben immer so Hitparaden drauf, dass man eigentlich durch die ganze Gegend geschleudert wird. So, da ist der Wollschlüssel. So, und da werden wir jetzt nochmal einen Schlüssel holen und der... Führt uns dann zur letzten Tür. Naja, stimmt. Nee, gar nicht. Das ist eigentlich die letzte Tür. Bossfight. Well, well. What do we have here? More delicious snacks for my pet, it seems. So you're a girl. You've got some pretty disgusting hobbies. Hobbies? Oh, you must mean my basement. Only someone with my refined sensibilities could understand the pleasure I derive from such things. You're just like those senile old fools on the council. They bored me to death and never let me enjoy myself. It's the privilege of my exalted station to dispel such boredom with the help of the common people. You can't mean that's your only reason to do those things. Well, I suppose I should go and fetch Ribgaro. So many new toys. You have to put on quite a show, though you may not live long enough to see it. There's no point in searching for Ribgaro. We've already taken care of him. What did you say? Are you deaf? I said we've already taken care of him. You... what have you done to my pet? If you had put a bell on it or something, maybe you wouldn't have lost track of it. Ah, well, with a bit more money, I'll soon be able to replace him. Rago, how can you say such things and still call yourself a servant of the Empire? What? You? But that's impossible! Stay back! What do you intend to do? Someone! Arrest these intruders!
We'll have enemies all over the place if we don't hurry up and finish what we came to do. Hold it. What? Don't we need to create an emergency for the Knights to respond to? It's still too soon. First, we need some evidence. We've got to find the Blastia that controls the weather. Langt es nicht als Beweis, wenn wir hier ein eingesperrtes Kind haben, was er einfach seinen Tieren verfüttern wollte? Nö, ist nicht ausschlagkräftig genug. Naja, sprechen wir jetzt erstmal und dann geht's weiter. Aber ich frage mich, wo Raven hier eigentlich abgetaucht ist. Der Spinner muss ja auch irgendwo hier sein. Und den werden wir finden, mit dem haben wir noch ein, zwei Wörtchen zu reden. Oh, kann er sich nicht wehren. Ist auf Steinart. Ha! So. Schauen wir, was die seltenen drauf haben. Zu viel für meinen Geschmack. So. Oh, war das ein Speierpunkt, der mein Leben voll regeneriert hat? Das war ja geil. Bam. So. Das taugt mir echt so sehr, Mann. Mit zwei Magien, die am Anfang schon so fette Magie drauf haben und wir dann halt noch mit uns im Nahkampf. Das ist sehr cool, Mann. So, was steckt hier drin? Ragu! Heute gibt's Essen. Und zwar dich. Kann man nicht an deinen eigenen scheiß Tierchen verfüttern. Bist du der stärkste und mächtigste Krieger, oder? Schauen wir doch nicht. So. Komm, komm, komm. Aber schau, ja, das meine ich halt immer. Das ist das, was mir in dem Kampfsystem abfuckt. Es ist nicht so, also ich bin halt aktuell noch ein bisschen Berseria gewohnt. Wenn ich hier zum Beispiel mit Berseria, konnte ich viel schneller kontern. Und das geht mir halt echt hier auf den Senkel. Die Gegner sind für meinen Geschmack ein Stückchen zu agil. Weil seht, ich hau jetzt mein Kombo raus. Werde währenddessen meistens noch abgeblockt. Und zack. Ihr seht, das sind immer so ein, zwei Sekunden, in denen ich mich nicht wehren kann. Jetzt schon wieder. Ich drücke mal ganz sofort Viereck, weil ich mich halt abwehren will. Weil das Problem ist, es gibt ja keinen Ausfallschritt. In neueren Tests gibt es immer den Ausfallschritt. Den gibt es hier leider nicht. Oh, großer Schwerschritt. Das ist gut. Und das, ja, stört schon ein bisschen. Man merkt es. Ich bekomme hier wirklich sehr viel auf die Nase. So, für wen ist denn das? So, das ist Oka. Schauen wir mal kurz in die Fertigkeiten. Was habe ich denn hier? Ja, okay, aktuell haben wir noch nicht so viele Fertigkeiten. Oh, es gibt einen Rückschritt. Ich nehme alles zurück. Und wieso kann ich den nicht? Muss ich jetzt ernsthaft eine Waffe haben, mit der ich Rückschritt erlernen kann? Ich sage nicht, es wäre Rückschritt eine essentielle Fähigkeit, die mir super hilft zum Ausweichen. Nö, ist komplett unwichtig. Rückschritt ist nämlich das Schöne, dass man mit Viereck hat. Und man zurückdrückt, dann hüpft nämlich mein Charakter zurück. Und das ist schon ganz geil, um auszuweichen, aber... Nun gut. Machen wir es halt auf die alten Art und Weise. Draufhauen. Hoffen, dass wir meine Leute halten. Komm. Aber ihr seht, das ist immer das, ich meine, diese Animation, wie er sein Schwert schweißt, das ist verdammt geil. Aber es dauert immer viel zu lang. Und ich meine... Es ist natürlich badass, wenn meine Charaktere hier mit dem Magie zuspammen und die sich nicht wehren können. Aber es kommt halt immer wieder vor, dass ich mich abwehren will und das klappt einfach nicht. So, komm. Ja, jeder Schlüssel zerbricht, Mann. Alter, bei welchem, wo hast du bitte deine verdammten Schlüssel gekauft? Nach einmal genutzt ist das Schloss kaputt. Ich glaube, in der Welt von Tales of Vesperia wäre ich Schlösser geworden. What a beautiful view. Who's there? What are you doing over there? What does it look like? I'm hanging around enjoying the scenery, maybe. Oh yeah? I could have sworn you'd been captured. I think she has been captured, actually. No, I haven't. Shiver me timbers. I know you. Your name was, Jack. Who's that? I'm Yuri. What's your name? Patty. Patty, huh? We met in front of the mansion, didn't we? Oh, that's right. You couldn't forget the warmth of my hand and came a-chasing after me.
Hey, what were you doing here? I'm hunting for treasure. Treasure? In a place like this? Well, I guess it wouldn't be odd for that black-hearted geezer to have filched some treasures. So what do you do, Patty? I'm an adventurer. In any case, it's dangerous for a little girl to wander around a place like this all by herself. She's right. Why don't you come with us? I still ain't found no treasure. Maybe it isn't my place to say this, but you sound less like an adventurer and more like a thief. An adventurer is one who always carries the spirit of curiosity and the desire to push into the unknown. So while I may look like a thief, I'm actually nothing of the sort. It's not like I really care anyway. Well, if you're gonna keep hunting for treasure, I won't stop you. What are you gonna do? There probably ain't no treasure left in this mansion anyway. She's saying she'll come with us. Okay, then let's go. Patty! Ihre Synchro, die gefällt mir irgendwie. Tag mir so. Ich bin Patty, die große Piratin. Das gefällt mir irgendwie. Zumindest ist okay, die große Patty ist da. Aber das war so geil, Mann. Ja. Ich genieße hier die Aussicht und der Stell so. Ich glaube, es ist wirklich gefangen. Verdammt cool, Mann. Okay, gut. Kommt her, meine Bandidos. Ich dachte, die kämpft jetzt gleich mit uns, Mann. Hm, doch nicht so eine eindrucksvolle Kämpferin. Bam! Headshot. Das mit dem Gegner verwenden, das taugt mir. Komm, zack, zack. Zack. Die Attacke ist auch geil. Ihr seht diese Finsternis-Attacke, Mann. Die haben so badass Attacken, Mann. Egal. So, Patty ist mit dabei. Ich bin mir übrigens sicher, Patty ist eine Nachfahrin von Alfred oder auf der Suche nach Alfred Schatz, weil es gibt neuen Piraten und der ist Alfred. Und ihr Schiff ist die von Eltia. Es gibt Sachen, die haben sie, ändern sich nicht in Telespiel. Eternal kam davor raus, hatte ein ähnliches Konzept. So. Bam! Das taugt mir voll. So, hey, du da, ich werde dich schnappen. Endlich werde ich den Ruhm gewinnen, den ich so lange erarbeitet habe. Und dann so, der Ding des Magisches schießen wir ihn ab, Mann, und er ist verwirrt. Finde ich voll cool, Mann. Weg da. 84 Punkte. So, weiter geht's. Komm, 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 komm. Keine Zeit zu schlafen. Was ist in der Kiste? Trank des Lebens. Alter, dass ich immer so einen Trank des Lebens zurücklasse. Schlimme Dinge. So, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Immer erstmal den rechten Weg gehen. Wir kennen die alte Leier. Wahrscheinlich wird es eh drauf laufen, dass ich in eine Richtung gehen kann, wo. Und in die andere nicht. Schauen wir mal, ob wir den guten Weg genommen haben. Kommt's. Komm. Da machen wir natürlich immer beide platt, Mann. Und die sind echt schwach, diese. Also, die. Es ist mir echt aufgefallen, alle menschlichen Gegner in diesem. Wie normal ist der Rück, Mann. Besonders wenn ich. Alter! Besonders wenn ich am Boden lege und mich nicht wehren kann. Komm! Wie wäre das? Ich kann keine Gegner am Boden treffen, aber immer die Gegner können mich treffen. So, aber der Move ist schön. So, Alter, der Move ist so nice, um so eine Gegnergruppe loszuwerden. Heißt du mich? Hallo, Estelle. Alter, alle Gegner gehen schon wieder auf Estelle, Mann. So, lass. Alter, lass doch Estelise rubern. Das nervt voll, wenn die immer auf Estelise laufen, laufen vor alle von mir weg. So, ein Schlüssel. Und dann kommen wir wahrscheinlich auf die andere Seite. Das war mir fast klar. Da-da-da-da-da. So, oh, eine Lederpeitsche. Ah, Rita, das kann doch was für die sein, ja. So, das ist definitiv was für die. Das war mir schon klar, dass das eine Waffe für dich ist, meine gute Dame. So, wie sieht es eigentlich so mit Fertigkeiten aus? Haben wir da schon irgendwie was? Ja, Spotten haben wir gleich. Und was sind denn die Fähigkeiten? Warte mal, da muss ich ja hier in Fertigkeiten schauen. Hä, Fertigkeiten, so, da werde ich rein. Spotten, okay, Spotten ist unnötig. Zauberabwehr.
Ah, okay, Zauberbäume. Das müssen wir mal eigentlich einsetzen. Okay, Erfahrungsdatei. Alter, kritische Abwehr. Ja, das kenne ich auch aus Symphonia. Cool, dass es das gibt. Das müssen wir jetzt gleich mal im nächsten Kampf machen. Ich heile mich nämlich mal. Denn das könnte ein bisschen hier meinen Ärger immer hier wegholen. Das ist nämlich, dass so ein kleiner Magiekreis kommt und man vor jeder Attacke, also nicht nur blockt, sondern diese im Endeffekt annulliert. Das ist eigentlich ganz geil. So, Sesam, öffne ich. So, hab gar nicht gesehen, dass das schon wieder irgendwann erschlossen ist. Egal, weiter geht's, komm. Und endlich schwingen wir wieder ein Schwert hier, auch wenn die Axt natürlich ganz nett war. Ein Jude braucht ein Schwert. Bist du jetzt hier der Boss? Oder bist du... du bist irgendwann heim. Ah, ich sehe, wie es klappt. Wartet. Also, Magieschutz haben wir. Aber wir haben... aber wie der jetzt... Viereck und nach vorne. So, komm. Alter, lasst Estilis in Ruhe, Mann. Wer läuft schon wieder alles auf Estilis, Mann? So, der Tag ist dann nice, Mann. Weil die Gegner auch immer dadurch so ein bisschen geschockt werden, wenn man sie da weghaut, Mann. Das ist so geil. So, easy peasy. I'm surprised you managed to wander around a mansion crawling with such dangerous guys all on your own. The treasure be worth it, even if it means putting myself in great danger. What kind of treasure is it? It's the great treasure that was hidden by Eifried. Eifried? As in, the legendary pirate Eifried? So he's famous? You haven't heard of him? He's an unspeakable villain who ravaged the seas. Eifried, the boss of the pirate guild Siren's Fang. The Imperial Knights are after him for attacking an immigrant ship and slaughtering hundreds of civilians. None know his whereabouts, but many say he's already died. It's known as the Black Hope Massacre. I've heard that it was an utter nightmare. Well, that's what they say. Hmm? Nothing. What do you want all that treasure for anyway? What do I want it for? Shouldn't that be obvious? I'm going to find that legendary treasure and become a famous adventurer. Even if it means putting yourself in great danger? That's the life of an adventurer. Sounds like a lot of fun. Fun, eh? Then how about it, matey? Wanna join up with me? It sounds right up my alley, but I'll pass on that. I don't really have time to spare. You're a cold one, Yuri. Even colder than a shark skin. Shark skin? But I like that about ye. You do? Wait, does that mean Patty and Yuri are... It's love at first sight. Yeah. I don't think that's such a good idea. Love at first sight. Ugh, whatever. Can we just hurry up and get out of here? Liebe auf den ersten Blick. Patty und Yuri. Oh! Oh! Ja, das könnte schon so ein kleines Traumpaar sein. Das passt schon so. Also, die große Piratin und der glorreiche Bandit hier. Das hat was, Mann. Das hat echt was. Ganz klar, gell. Nur gut, Mann. Okay, Patty taugt mir irgendwie. Und habe ich es prophezeit? Wenn es eine private. Eine private ist, habe ich gesagt. Wenn es eine Piratin ist, dann kann sie nur hinter dem Schatz von. Einfach ein Schatz von Eifried hinterher sein. Es ist immer so. So, und wie gesagt, das ihr Schiff oder das Schiff von Eifried ist hier von Eltia. Das ist einfach Tales-Regel, Mann. Übrigens, den grüßen Eifried gab es in Berseria, weil da hat man wirklich mal einen Eifried getroffen und nicht nur seinen Schatz immer gesucht. Nun gut, schauen wir mal. Is this the black
Bastia we're looking for? Strim, Latos, Rockra, Fleck. They just patched together Blastia with different formulas. This formula could manipulate the weather, but how could they use them like this? It's just like at Emmied Hill. They don't have the slightest respect for what they're working with. This is just what we need for evidence. Rita, shouldn't you finish that later? Just a bit more. I just need to check a few more things. You can have Flynn give you a look at it after we're done. Let's get busy with our emergency. Let's just break something that won't be missed. Right! I don't know what's going on, but I'm gonna help out too! No, you're gonna stay right here. Oh? We've got to give those knights a good reason to show up, don't we? Yes, but I don't know if we should... Oh, come on! This is exactly how you put evildoers in their place! Really? What a way to behave in someone else's home. The time has come for you to earn your keep. I want all of them captured. Whatever happens, though, take care not to kill the young lady. No way! Are these guys from the Blood Alliance? And here's another one for you! That's enough. We're getting out of here. What are you talking about? I'm not finished yet! If we don't leave now, we'll run into Flynn. I'd rather not deal with that. You don't seriously think he'll come that quickly? Magistrate, I don't know what's happened here, but allow us to offer our assistance. Flynn! There, see? He's certainly enthusiastic. Whoa! Is that the Dragon Rider? Riding a monster. Wait! Like that. That was the Dragon Rider. Dragon Rider? More like Dragon Freak, hurting my Blastia like that. Dragon Freak? You know, Rita, that Blastia wasn't even yours. Anyway, why do you think someone would go around destroying Blastia? That's a good question. I'd like to sit down and pick that Dragon Rider's brain sometime. As if you could have a normal conversation with someone like that. This is where we have to part ways. You're gonna go get that bad Rago person, aren't you? Yeah, we wanna hurry. It's okay. I can go home by myself. There's a good boy. You shouldn't go running into danger anymore either, okay? Got it.
don't think she actually got it. Estelle, what's the matter? I still can't believe the magistrate could do such terrible things. Sadly, it's pretty common. Haven't you already seen what the Empire's capable of several times on this trip already? While you guys are having a nice little chat, Rago's escaping in his ship! Okay, Leute, bevor wir uns aber Terra Rago schnappen werden und aus ihm Ragu machen werden, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Tales of Vesperia. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!